heute wieder herzlich willkommen, herzlich begrüßt von Maggie Fridolin. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Ich will Ihnen nur eine kleine Geschichte erzählen, die Sie in recht gute Laune versetzen soll. Also, beim Ehepaar Sonnenreich, da gab es neulich mal einen Krach. Hier lang! Sonst bitte! Nimm endlich nicht den Helm ab, du Feigling! Nimm die Handgranate, der Kerl! Bitte! So, jetzt hab ich das. Geh! Gott sei Dank! Auf Wiedersehen! Auf immer Wiedersehen! Leo! Jetzt ist er weg. Nein, noch nicht ganz. Mir ist nämlich eingefallen, dass es heute Mittag eine so herrliche Hühnersuppe mit Nudeln gibt. Von Maggi. In 5 Minuten ist sie fertig. In 5 Minuten gute Laune schaffen. Das ist die Idee von Maggi. Denn mühelos und schnell kocht man die feinen Delikatessuppen. Im Übrigen verwendet Maggi im Großen genau die gleichen natürlichen Zutaten wie die Hausfrau im Kleinen. Diese Hühnersuppe zum Beispiel in der Silberdoppelpackung, ein wahres Vergnügen. Apropos Vergnügen, das wünscht Ihnen jetzt auch Ihr ganz ergebener Maggi Fridolin. Schreib an Neckermann. Und bestell den Katalog. Such in Rudi Sachen aus, alles bringt die Post ins Haus, schau den Katalog dir an. Was auf diesen Seiten steht, spricht für Preis und Qualität, darum schreib an Neckermann. Wem's um beste Qualität bei geringen Preisen geht, der bestellt bei Neckermann. Schreib an Neckermann, das große deutsche Versandhaus, Frankfurt am Main, Abteilung A. Tag allerseits. Nein, kennen Sie mich noch? Ich bin die Ente aus der Zeitung. Sie haben doch bestimmt von mir gehört. Damals sollte ich den Wissenschaftlern im Feberwerk etwas vorschwimmen. Na, denen wollte ich zeigen. Schwimmen ist doch meine starke Seite. Nanu, Priel, was haben die vor? Ich bin noch kein Teller. Was soll ich Ihnen sagen? Mit einem Mal bekomme ich einen nassen Bauch. Ich versacke wie ein vollgesogener Schwamm. Peinlich. Eine Ente, die nicht schwimmen kann. Na, die Zuschauer scheinen gar nicht überrascht. Hören Sie mal, wie lange dauert das noch? Ich fühle schon Grund. SOS! SOS! Na, endlich kommt die rettende Hand. War das ungemütlich. Und warum das alles? Ich habe die wunderbare Wirkung des mit Priel entspannten Wassers bewiesen. So wie das mit Priel entspannte Wasser in mein fettiges Federkleid drang, so schiebt es sich unter Fett und Schmutz. Entspanntes Wasser schwemmt alles weg. Im Nu ist der Teller sauber, trocken und glanzklar. Hören Sie mal, Priel. Braucht man da viel? Mehr nicht. Eine kleine Prise Priel genügt für ein großes Spülbad. Priel entspannt das Wasser. Na, sehen Sie? Ente gut, alles gut. Auch für Sie. Nicht ein Mustergatte? Hand aufs Herz, ihr Herren der Schöpfung. Macht euch mein Peter mit seiner Hilfsbereitschaft nicht erröten? Und da, der Gute. Hab ich doch einen lieben Mann. Und wie er mir in allem beisteht. Und die Kinder sind ja so artig und folgen. Meistens.
Eigentlich sollte ich die glücklichste Frau sein. Ja, wenn ich da ein dunkler Punkt wäre, der meinem Glück Abbruch täte. Kaum ist er mit dem Essen fertig, wischt sich mein Peter den Mund und geht. Zum Kaffee wolle er nun einmal ins Carmen gehen. Da steckt doch einfach etwas dahinter. Ins Carmen. Oder etwa zur Carmen? Wenn man nur wüsste. Aber warte nur. Also das nächste Mal. Wo gehst denn du hin? Ins Carmen, Kaffee trinken. Da lachte Peter ganz unverschämt und brachte mich einen Augenblick ganz aus dem Konzept. Aber mein Entschluss war gefasst. Ich wollte mir Klarheit verschaffen. Nun also, Carmen heißt der Dunkelpunkt wohl doch nicht. Oder? Zwei Kaffee, wie gewohnt, Melita. Aha, da haben wir's. Auf du und du stehst du also mit diesem Mädchen. So, so, schon recht. Melita heißt sie also. Nicht sie, sondern er. Der Filter nämlich. Das ist mein ganzes Geheimnis. Da hört doch alles auf. Du willst doch nicht behaupten, mein Kaffee sei weniger gut. Ich nehme sicher den teureren Kaffee. Sag jetzt gar nichts mehr und versuche. Nun, was sollte ich auch da noch sagen? Aber handeln heißt es da, wenn ein dunkler Punkt so einfach aus der Welt zu schaffen ist. Diese Melita mag ich meinem Peter ja von ganzem Herzen gönnen. Ihm und auch mir selbst. Den Filter finden wir spontan hygienisch. Weißes Porzellan ist leicht gespült und glitzert rein. Da kommt nun das Papier hinein. Chemisch reine Filtertüte, zäh, dünn und weiß wie eine Blüte, wird angedrückt. Nur an den Wänden, leicht und behutsam mit den Händen und niemals unten bei der Naht. Damit steht schon das Ding parat. Gemahlen wie das Mehl so fein, pro Tasse 4-5 Gramm hinein, nicht mehr. Vom Kaffeepulver jetzt, schwarzbraun und duftend, wie man's schätzt. Denn was der Hausfrau sehr gefällt, beim feinsten Mahlen spart man Geld. Was nun bereit wird, aufgesetzt auf die gewärmte Kanne jetzt. Vom Wasser, welches sprudelnd kocht und an die Pfannenwände pocht, fließt wenig erst und nur ganz leicht ins Kaffeepulver, bis es feucht. Dann warten wir, was man so nennt, nur einen winzigen Moment, mehr wäre nämlich schon gefährlich, und gießen nach jetzt unaufhörlich die Wassermenge, wie Sie sehen, stets bis zum Rand, wie vorgesehen. Hier nie absetzen, das ist wichtig, nur so wird der Kaffee auch richtig. Es ist zwar keine Hexerei und dennoch geht es 1, 2, 3. Der Satz erfüllte seinen Zweck, mit dem Papier wirft man ihn weg. Den weißen Filter spült man nur, im Schüttstein zeigt sich keine Spur. Vorüber ist die böse Pein, von neuem stellt das Glück sich ein. Welch ein Aroma, jeder staunt. Der Kenner zeigt sich gut gelaunt. Und aller Satz blieb im Papier, beweist die saubere Tasse hier. Melita adelt den Kaffee, steckt erst noch Geld ins Portemonnaie. Kaffee trinken kommt es ja nur darauf an, dass es gut schmeckt. Warum Lindes aber so gut schmeckt, das wollen wir Ihnen hier Punkt für Punkt zeigen. Lindes, ja, der schmeckt, weil er auf 5 Generationen Kaffeemittelerfahrung zurückblicken kann. Lindes, ja, der schmeckt, weil er aus den größten Kaffeemittelwerken der Welt kommt. Lindes, ja, der schmeckt,
weil er aus den richtigen Rohstoffen zusammengestellt wird. Und weil aus diesen nur ganz spezielle Provenienzen ausgewählt werden. Und weil erfahrene Fachleute seine Zutaten vor der Röstung dreistufig aufschließen. Deshalb werden auch über 41 Millionen Tassen Lindes täglich getrunken. Und deshalb ist Lindes auch immer frisch beim Kaufmann zu haben. Darum Lindes, 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 ja der schmeckt. Ja nur Lindes, 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 ja der schmeckt. Gefallen. Mit großer Spannung verfolgt das begeisterte Publikum den lang erwarteten Entscheidungskampf. Große Anforderungen werden an das Material gestellt. Noch gilt es, schwierige Hindernisse zu nehmen. Schon der zweite auf der Strecke bleiben, heiß gelaufen, bis auf die Brandsohle durch. Weit vorn liegt der Elefant, der bisher alle Hindernisse spielend genommen hat. Wunderbar, wie er in der Kurve liegt. Und da fällt auch schon der dritte aus, in der Nordkurve ausgerutscht. Er war der Bodenbeschaffenheit nicht gewachsen. Dagegen Hochstimmung bei den Landsleuten. Meine lieben Hörer, ein ganz großes Erlebnis, ein ganz großer Sieg des Elefanten. Noch 3 Sekunden und unter rasendem Beifall geht der Sieger durchs Ziel. In bisher noch nie erfolgtem Ausmaße wird der Elefant von der begeisterten Menge umjubelt und mit Glückwünschen überschüttet. Einladen zu einem guten Abendessen? Bitte, nehmen Sie Platz. Es ist alles da. Wurst, Käse, Brot. Oh, Moment! Etwas fehlt da noch. Etwas sehr Gutes, das unbedingt dazugehört und das Sie alle noch in bester Erinnerung haben. Von früher her. Wissen Sie noch, die gute alte Zeit? Rama, nicht wahr? Sie hat uns gefehlt all die Jahre. Doch jetzt ist sie wieder da. Es gibt wieder Rama. Ja, es gibt wieder Rama. Rama, so rein und frisch mit einem vollen, naturfeinen Geschmack, der alle ihre Erwartungen übertreffen wird. Sie gehört zum guten Essen. Und auf jeden anspruchsvoll gedeckten Tisch. Rama, die berühmte Delikatesse-Margarine. Heute besser denn je. Sie ist die Vollendung des guten Geschmacks. Also, von nun an wieder Rama. Auf dieser Straße weit und breit herrscht Friede und Beschaulichkeit. Sieh da, Frau Apotheker Klein kauft eben ein paar Eier ein. Und Fräulein Susi, flink und frisch, holt noch was für den Mittagstisch.
Der Knabe Hans auf seinem Renner hält sich für einen Frauenkenner. Er meint, das Glück winkt jedem Mann, wenn er nur tüchtig pfeifen kann. Erst scheint die Susi amüsiert, dann ahnt sie schon, was jetzt passiert. Er achtet nicht auf Pfad und Rat und bums, schon haben wir den Salat. Der Schaden ist natürlich groß und deshalb ist der Teufel los. Das Schlimmste droht dem jungen Mann. Nun heißt es, rette mich, wer kann. Wo eilt er hin mit kühnem Schwung? Zum Herrn von der Versicherung. Na, wo brennst du? Hören Sie, ich brauche sofort eine Haftpflichtversicherung. Was? Jetzt sofort? Auf der Stelle? Stellen Sie sich vor, ich bin soeben einer Eierfrau hineingefahren. Mindestens 1000 Eier sind hin. Ja, mein lieber Freund, dafür ist es leider zu spät. Vorher hätten Sie abschließen müssen. Und darum rate ich Ihnen, unterschreiben Sie. Für alle Fälle. Von der Geschichte die Moral, sowas passiert wohl jedem Mal. Drum sichere man sich vor dem Krach, sonst kommt das dicke Ende nach. Bewährter Schutz für Alt und Jung durch Frankfurter Versicherung. Empfiehlt sich Rama, die Delikatessmargarine. Fenster zu, das darf nicht sein. Sabotimorchen fällt was ein. Träumen von Sabotti-Schokolade. Die Tafel Sabotti, es ist wirklich so, erobert die Herzen und macht alle froh. Wer gute Schokolade liebt, freut sich, dass es Sabotti gibt. Wenn Sie nach Schokolade fragen, bitte immer Sabotti sagen. Blau und weiß, blau und weiß. Blau und weiß, blau und weiß, blau und weiß. Drum merkt es euch für immer, Leute, Tempo muss man haben heute. Bald weiß es schon jedes Kind, wer Tempo hat, gewinnt. Darum greift zum blau-weißen Paket, weil mit Tempo der Schnupfen vergeht.
Denn blau-weiß, ja blau-weiß ist das Tempo-Symbol für das eigene und andere Leute wohl. Wenn sich zwei Freunde aus verflossenen Tagen nach Jahren wieder auf die Schulter schlagen, wenn man ganz still sein Steckenpferdchen reitet, das einen aus der Alltagswelt geleitet, wenn ein Geschenk, das man gebracht, besonders große Freude macht, wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Weines. Wenn man sich's wieder einmal eingesteht, wie nett man doch zu zweit durchs Leben geht, wenn, was der Fernsehschirm dir bringt, mal ganz besonders gut gelingt, wenn man am Ziel nach einer langen Reise noch froh zusammensitzt in trautem Kreise, wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Weines. Henko, Persil, Sil. Henko, Persil, Sil. Entschuldigung. Henko, Persil, Sil. Grüß dich, Herbert. Wo steckst du? Lass dich durch nichts beirren. Henko, Persil, Sil. Henko, Persil, Sil. Henko, Persil, Sil. Verzeihung, wie kommt man hier Tannhäuser Straße? Wie? Lass dich durch nichts beirren. Henko, Persil. Wo ist Tannhäuser Straße? Bitte schön. Henko, Persil, Sil. Ja, ja, kostet nur nicht Orgel, du Flinke, ja, du Rachitischer, ha? Lass dich durch nichts beirren. Henko, Persil, Sil. Henko, Persil, Sil. Frau Rainer, was darf sein? Bleib uns zu gut, dann gehen Sie mir. Henko, Persil, Sil. Aber Herr Müller, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja ganz außer Atem. Ja. Meine Frau hat mir nämlich gesagt, ja. Also, du bringst Henko, Persil, Sil. Ja, muss denn das sein? Persil allein ist doch schon so gut. Lass dich durch nichts beirren. Hör zu, zum Weichmachen des Wassers und zum Einweichen der Wäsche ist mir Persil zu schade. Dazu brauche ich Henko, das ist billiger. Zum Kochen der Wäsche dann nur Persil. Persil und nichts anderes. Gespült wird dann mit Sil. Also, Henko, Persil, Sil. Ja, aber... Lass dich durch nichts beirren. Henko, Persil, Sil. So haben Sie gesagt. Ja, also ich muss schon sagen, Herr Müller, Sie haben eine kluge Frau. Nicht wahr, Frau Rainer? Ja. Wem sagen Sie das? Ja, die weiß, was sie will. Denn das ist die richtige Waschmethode. Mit Henko einweichen, aha, mit Persil kochen, aha, und mit Sil nachspülen. Aha! Meine Damen, lassen auch Sie sich nicht beirren. Die richtige Waschmethode: Henko, Persil, Sil. Guten Appetit allerseits. Danke. Danke. Lass dir schmecken. Ja, wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Moment mal. Ja, ja, da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Das ist ja Maggi Fridolin. Darf ich Sie in den Fragen des Geschmacks einmal kurz beraten? Da gibt es nämlich jetzt ein Prüfgerät, mit dem man im Voraus feststellen kann, ob ein Essen schmeckt oder nicht. Mit dem Ding da? Jawohl, mit dem Gaumometer. Zu Deutsch Geschmacksmesser. Na, wollen wir mal sehen. Leider nur mittelprächtig. Sagte ich nicht? Jawohl, du sagtest. Fehlt wirklich etwas?
Klar, Tante Julchen, da fehlt Fondor. Fondor für den Feingeschmack. Fondor ist die moderne Art, feiner zu kochen. Hier im Schächtelchen mit 6 Würfeln oder im praktischen, formschönen Streuer. Entweder aufgelöst den Speisen beigeben oder beim Abschmecken und zur geschmacklichen Vollendung bei Tisch. Darf ich? Bitte, bitte. Jetzt hat's geklingelt. Donnerwetter. Das schmeckt ja auf einmal großartig. Und der komische Apparat? War ein Scherz, Tante Julchen. Den gibt's nicht. Aber Fondor gibt's. Maggis Fondor. Mit Fondor schmeckt sogar dein Lieblingsgericht noch mehr nach deinem Lieblingsgericht. Wie schön. Freunde, Fondor verfeinert die Speisen und bringt ihren natürlichen Eigengeschmack zur vollen Entfaltung. Gleich für morgen Fondor besorgen. Fondor für den Feingeschmack. Zu dem strahlenden Leuchten des Adventskranzes sang für Sie ein bekannter Kinderchor. Dürfen wir Ihnen jetzt, wo Sie die Vorfreude auf Weihnachten ganz verzaubert hat, wo Sie daran denken, womit Sie Ihren Lieben die größte Freude machen können, einen wohlgemeinten Rat geben? Schenke von Herzen, doch was es auch sei, 4711 ist immer dabei. Wenn wir für alle, die wir lieben, das Herz sprechen lassen, finden wir immer die richtige Gabe, die sich der Vater erhofft. Die Mutter wird glücklich sein, dass wir ihren Wunsch erraten haben.
dann wird sich für den Bruder, für den guten Freund eine stille Erwartung erfüllen. Die Schwester wird unsere Liebe erkennen, die Freundin, die Braut. Lasst bei der Wahl eurer Weihnachtsgaben das Herz sprechen. Dann werdet ihr unter den vielen wunderschönen 4711 Geschenken für jeden das finden, was ihm die größte Freude macht. Schenke von Herzen, doch was es auch sei, 4711 ist immer dabei. Peitschender Sand, Wind und Staub, dörrende Sonne und gierig fressendes Wasser zeichnen die Oberfläche unserer Erde und unserer Haut. Schutzlos ist sie den Unbilden der Natur ausgesetzt. Ist sie es wirklich? Kann man sie nicht mit einer Schicht Fett isolieren? Nein. Denn Fett allein kann nicht in die Haut eindringen, da die oberen Hautschichten sehr wasserreich sind. Fett hemmt also die natürliche Atmung der Haut, lähmt ihren Widerstand gegen die Einflüsse der Witterung und lässt sie dahinwelken. Gibt es denn keinen Schutz? Doch. Hier hilft Nivea-Creme mit dem hautverwandten Eucerid. Eine Emulsion aus Fett und Wasser. Ein überzeugender Erfolg der modernen Wissenschaft. Nivea-Creme schützt also die Haut und erhält sie jung und glatt, indem sie in die Haut eindringt und so die normale Atmung und Erneuerung der Haut fördert. Nivea-Creme verhütet das Austrocknen und Sprödewerden der Haut. Tägliche Pflege mit Nivea-Creme schützt die Haut vor allen Unbilden der Natur, erhält sie geschmeidig, glatt und jung. Deshalb greifen gepflegte Menschen überall in der Welt morgens und abends zur Nivea-Creme. Denn Nivea allein enthält das hautverwandte und hautwirksame Eucerid. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen etwas sehr Schmackhaftes vorstellen? Eins, zwei, drei. Caro. Tja, Caro gibt den Ton an. Hören Sie und sehen Sie mal. Eins, zwei, drei. Caro, 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 löst sich in der Kaffeetasse. Caro, 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 löst sich eins, zwei, drei. Caro ist bequemer und sekundenschnell. Caro schmeckt auch feiner. Caro ist sofort trinkfertig. Caro, 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 löst sich in der Kaffeetasse. Caro, 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 Tass für Tass gleich gut. Caro, unvergleichlich in seiner Art. Klaus! Keine Zeit! Ist aber lieb von dir, dass du mir so schön hilfst. Klar, Mutti. Gib deiner Mutter so nie, dann hast du Zeit zum Spielen. Aber Peter, was soll denn das? Hier, Mutti. Was soll denn das? Ja, was soll denn das mit meinem Sunil? Ihr Sunil? Ich hab's noch nie gebraucht. Ach so. Na, dann passen Sie mal auf. Himmelblau? Ja, so sieht Sunil aus. Klar wie ein Bergsee, so weich und mild wie Regenwasser. Und wie das duftet. Mhm. So, und nun hinein damit. Und einweichen und enthärten? Bei Sunil nicht nötig. Mhm. Nur zum Kochen bringen und 10 Minuten ziehen lassen. So, und nun raus mit der Wäsche. Und spülen. Ja, aber ohne Spülmittel. Und auf die Leine damit.
Nie in meinem Leben hatte ich ein strahlenderes Weiß. Sunil! Man müsste motorisiert sein, um mit dem Tempo unserer Zeit Schritt halten zu können. Denn jeder, der Erfolg haben will, hat es eilig und ein Auto. Jeder? Nein. Nur 2% aller Arbeiter und Angestellten besitzen einen Wagen. Die anderen gehen zu Fuß oder fahren so. Kein Wunder, dass der arme Mann nur noch vom Auto träumen kann. Dieser Herr hat ein Auto. Täglich hastet er von Geschäft zu Geschäft. Das ist kein Vergnügen. Ebenso wenig wie das Einsteigen in seinen Wagen. Aber schließlich klappt es. Er fährt los, doch fühlt er schmerzhaft jeden Stoß. Na endlich! Seines Lebens schönster Traum, ein kleines Fahrzeug mit viel Raum. Diese junge Dame hat Raum, aber nur im Wagen. Denn wie sie sich auch dreht und windet, sie nirgends Platz zum Parken findet. Ja, was nun? Man müsste einen sportlich eleganten Wagen haben, der überall geparkt werden kann. Mit diesem Fahrzeug ohne Tücke find Raum sie in der kleinsten Lücke. Ein schöner Traum, nicht wahr? Diese Familie träumt auch von einer Ferienreise im eigenen Wagen. Doch der schönste Traum zerrinnt, wenn zu rechnen man beginnt. Ja, man müsste auch mit einem kleinen Einkommen sich ein Fahrzeug leisten können. Dann wäre es endlich möglich, auf den eigenen vier Rädern zu reisen und alle Wunschträume Wirklichkeit werden zu lassen. Schön ist es, man glaubt es kaum. Es fand Erfüllung, dieser Traum. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motorcoupé mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter BMW-Motor, den die Welt bewundert. Bitte steigen Sie ein zu einer Probefahrt. Hilf nur noch die kleine Flasche. Die ganz kleine Flasche. Togal, das hilft. Ein bewährtes Mittel gegen Katerstimmung, Kopfschmerzen und Migräne. Togal. Neun, Sie haben Mut, acht, Professor. Ganz sieben, allein zum Mut. Fünf, vier, oh, drei, Räumer. Halt! Ich halt im Togal. Oh, Togal. Oh, ein ausgezeichnetes Mittel gegen Rheuma, Ischias und Hexenschuss. Togal. Männer reden vom Dallmayr-Café. So. Ja, seit wann gibt's eigentlich den Dallmayr? Seit 1700. Aber Kaffee hat man schon in Abessinien 700 vor Dallmayr getrunken. Kaffee aus grünen Bohnen, einfach zerstampft und gekocht. Wir hätten halt schon damals eine Entwicklungshilfe gebraucht. Dallmayr-Kaffee. Jetzt! Komm! Nesquik! Nesquik! Nesquik. Mit dem köstlichen Kakaofeingeschmack. Ist ganz neu und besitzt einen wichtigen Vorteil.
Es ist auch in kalter Milch sofort löslich. Einfach 2 Löffel Nesquik in die kalte Milch, umrühren und schon fertig. Nesquik schmeckt jedermann zu jeder Zeit. Dufte, das gehört zur Arbeitspause. Tja, Nesquik schmeckt auch warm und ist ein richtig Frühstücksgetränk. Und Zucker ist schon in. Nesquik macht gar nicht dick. Jetzt müssten wir halt schon sprechen können. Nein, auf keinen Fall. Sei doch mal ruhig. Ich kann ja kein Wort verstehen. Ruhe. Ruhe, bitte. Theo, danke. Du fang jetzt mal an. Dankeschön. Wenn endlich die Idee man findet, die dann wie eine Bombe zündet. Also, so machen wir es. Auch wenn man Jahr für Jahr dann sieht, dass die Idee noch immer zieht. Und wenn sich jedermann dann wundert, jetzt machen sie die Nummer 100. Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einem Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Reimes. Bärenmarke, die vertraute gute Dosenmilch. Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB rauchen heißt frohen Herzens genießen. Ist das Kennzeichen einer hohen Klasse in der Tabakauslese. Von höchster Reinheit. Ernte 23. Überall in den weltoffenen Städten verbindet sich das gewagte Neue mit dem stolzen Alten zu einem farbigen Bild. Lebendig, großzügig, einzig. Symbol dafür ist Peter Stuyvesant.
erregend, vital und begeisternd. Das ist der Pulsschlag unserer Zeit. Das ist der Rhythmus einer jungen Welt. Modern, aktiv, international. Das ist die Welt der Peter Stuyvesant. In 4 Kontinenten finden junge, aktive, aufgeschlossene Menschen diese neuartige Zigarette begeisternd. Denn sie ist charmant, frisch, keck. Peter Stuyvesant, der Duft der großen, weiten Welt. Wünsch dir was? Macht das Fernsehen mal Pause, dann serviert man zu Hause einen mandelgespickten Stachelkuss, einen Bluebird mit Mandarinen, einen erdbeergekrönten Fernsehblitz oder einen roten Krimischocker mit Konfekt aus Lakritz. Diese schnell bereiteten 4 wünsch ich Ihnen und auch mir. Die wünscht ihr Puddings, die wünscht ihr Puddings. Galetta von Dr. Oetker, ohne Kochen im Nu gemacht.